Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video und zwar Welcome. Ich kann nur sagen, dieses Video richtet sich an alle Raid-Spieler, wahrscheinlich eher für die Anfänger oder an Raid-Interessierte. Wenn ihr hier über Raid gelandet seid, versuche ich euch heute hier Raid mal in einem groben Überblick zu erklären, worum es in Raid geht, was man in Raid machen kann, was man nicht machen sollte, worauf man achten sollte und. Also sprich ein A bis Z-Guide. Ich hoffe, ihr kommt mit ein paar Tipps rüber. Fangen wir gleich mal an, denn das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber hey, es soll ja Spaß machen. Wir fangen an mit dem Mainscreen bzw. der Bastion, genannt in Village, in Raid, im Code. Egal, wir fangen an mit der Mine. Gleich als erstes, die Mine müsst ihr freischalten, jeweils mit 500 Gems könnt ihr die Mine freischalten auf 3 Stufen. Ihr seht, bei mir ist die 3. Stufe natürlich freigeschaltet und ihr könnt dort am Tag 15 euch ergattern lassen sozusagen. Also alle 15, irgendwas, nein, wir wollen nichts kaufen, 15 Gems pro Tag. Jetzt könnte man meinen, ja, aber wenn ich 1500 investieren sollte. Ich spiele das Spiel jetzt 4 Jahre und Raid ist kein Sprint, ist wirklich ein Marathon. Raid ist ein langes Spiel, womit man lange Spaß haben kann und so sollte man auch an das Spiel rangehen. Das ist der erste Tipp für euch, Leute. Regel Nummer 1. Raid ist kein Sprint. Wenn ihr irgendwas seht, irgendein Content Creator, irgendwas und oh, der hat so viel und so, das kriege ich alles nicht. Doch. Warum? Erzähl ich euch noch. Aber kommen wir dazu. Also, Mine lohnt sich auf jeden Fall, Gems zu investieren, um sie auszubauen, wenn man das Spiel vorhat, länger zu spielen. Wer nur reinschnuppern will, kann die Mine auch erstmal weglassen und sammelt die Gems an und schaut, ob euch das Spiel gefällt. Ich verspreche, es wird euch gefallen. Dann haben wir daneben den Markt. So, der Markt, wenn man hier reinguckt, seht ihr, ich habe ein paar Sachen gekauft. Im Early Game wird man vermutlich sich hier noch Food kaufen. Also man sieht, kann hier für selber Food kaufen und zwar, was Food ist oder Champions. Die benutzt man, um andere Champions auszuleveln. Später kauft man sich hier nur sogenannte Splitter, mit denen man dann sich Punkte in Events beim Öffnen machen kann. Dazu kommen wir noch, was Splitter sind. Auf jeden Fall seht ihr hier, dass im Prinzip wird das dann später freigeschaltet. Ihr müsst hier immer mit Silber und Gems den Markt freischalten. Das würde ich euch dann erst empfehlen, wenn ihr das Spiel länger spielt. Am Anfang schaut einfach mal rein, ob was drin ist für euch. Und wenn ihr nicht wisst, ob ihr was kaufen sollt, fragt einfach in der Community nach. Da wird euch immer geholfen. Ich kann euch nur sagen, ihr werdet im Late Game mir gar nichts mehr kaufen, weil das alles nicht mehr Stand der Dinge ist. Also ein legendäres 5-Sterne-Schild hier würde ich so nicht kaufen, denn das Schild kriegt ihr auf jeden Fall günstiger, wenn ihr die irgendwo erfarmt. Auch solltet ihr hier nicht erneuern. Das macht keinen Sinn. So, gehen wir dann gleich mal hoch zum Portal. Ihr seht da so ein schönes, blaues, einsaugendes, ruhiges Portal. Es ist gerade nicht in Action. Das Portal ist relativ häufig in Action. Und zwar hier holt ihr euch neue Champions. Hier öffnet ihr Splitter, die ihr euch erspielt habt im Game, um dann neue Splitter zu beschwören. Die Chancen sind extrem niedrig, muss man dazu sagen. Ihr seht hier oben, wir haben jetzt bei den Mysteriösen, das sind die links hier oben, die grünen, die ihr euch im Markt kaufen könnt. Ja, damit könnt ihr euch dann, wenn ihr drauf drückt, könnt ihr euch in Champions öffnen und dann bekommt ihr hier die jeweils weiße sind die kleinsten und dann geht es immer so weiter nach oben. Dann gibt es die grünen, dann kommen die blauen Champions, dann sind die lilanen, dann kommen die legendären, das sind die gelben, natürlich die will man am Ende haben. Aber man braucht auch Food, das heißt, die mysteriösen Splitter zu sammeln lohnt sich immer und vor allen Dingen kriegt ihr auch dafür Punkte in Events, womit ihr dann wieder anderen Loot bekommen könnt. Komme ich aber noch zu. Genau, und die unteren drei, die bekommt ihr durch Events von bestimmten Aktionen im Spiel und wo ihr die bekommt und wie die bekommt, da sprechen wir gleich noch durch. Im Portal wurde natürlich dann erweitert, ihr könnt hier auch noch, seht ihr zwei Sachen, es gibt es noch, und zwar Fusionen. Hier sind für jeden Spieler Standardfusionen freigeschaltet. Das ist einmal Reliktbewahrer, Breitmaul und Rasin. Breitmaul kann man auf jeden Fall fusionieren. Rasin auch. Reliktbewahrer bitte nicht. Ja, den könnt ihr erst machen, wenn der irgendwo mal in der Mission gefordert wird. Ansonsten könnt ihr den erstmal ignorieren. Das ist verschwendete Ressource. Zumal hier Gems drin sind wie Schlachtmaid, die man benutzen will. Wie funktioniert so eine Fusion? Ihr müsst die Champions, die ihr hier seht, ja, also man kann dann mal draufklicken und gucken, ob man welche hat. Wenn ja, kann man die anklicken und aus diesem Champ kann man dann, wenn man die 4 auf Level 30 gemacht hat, so wie sie abgebildet sind und die zum lilanen Stern gemacht hat, also aufsteigen lassen hat, wenn man das macht, zeige ich euch dann. Dann kann man den nächsten Champion machen und dann muss man die 4 machen auf Level 40 mit 4 Sternen und dann kann man sich dann am Ende Champion fusionieren. Das ist eine Standardfusion. Es gibt ab und zu in Raid Events, sogenannte Fusionen, ja, Fusionsereignisse. Dort könnt ihr dann immer einen legendären Champ euch erspielen. Und da kommen wir schon zum ersten Knackpunkt. Als Free-to-Play-Spieler im Aufbau, also sprich, ihr seid noch im Aufbau eures Accounts, solltet ihr nur gezielt Fusionen machen, die euren Account wirklich weiterbringen.
solltet nicht jede Fusion machen. Im Late Game schafft ein Free-to-Play-Spieler definitiv jede Fusion. Ich habe so viele Free-to-Play-Spieler bei mir in der Community, die machen jede Fusion. Also es gilt die Regel nicht, ich schaffe es nicht. Geht. Natürlich ist die Frage, wie viel Zeit man im Spiel investieren will, ist ein anderes Thema. Aber es geht. So, also, man muss kein Geld ausgeben. Das gleich mal so zwischendurch. Es gibt auch Fusionen, die lohnen sich, naja, so eher weniger. Die solltet ihr auf jeden Fall skippen, vor allem im Aufbau eines Accounts. Und dann seht ihr noch Fragmentbeschwörung. Das ist dann die zweite Art von Fusion. Und zwar ist das dann so ein ähnliches Event, wo man dann verschiedene Sachen machen muss, wie Dungeon laufen oder Champions hochleveln und. Dann bekommt man hier Fragmente und dann sammelt man die an, bis man 100 hat. Und wenn man 100 hat, kann man sich den Champion dann hier beschwören und hat ihn dann. So, Event gibt es dann auch noch. Das erreicht man alles übers Portal. Dann haben wir hier oben den großen Saal. Wird jetzt demnächst noch geupdatet, aber im Prinzip bleibt hier diese sogenannte Element. Also sprich, jede Champion gibt ja verschiedene Elemente. Dazu komme ich gleich noch. Aber es gibt vier Elemente, sieht man hier links. Blau, Grün, Rot und Void, also Lila. Und jede Affinity selber kann man hier mit bestimmten Leveln Boost verpassen. Also jetzt hier zum Beispiel hinten, da sieht man die Level hier rechts, das macht man in der Arena, da kann man sich an den Marken erfahren und wenn man die 1000 zusammen hat, dann, oder im Prinzip einmal muss man 50, dann 150, dann 300, 400 und so weiter und irgendwann hat man die Level 10. Gleich hier vorweg, wenn ihr das erste, was ihr angehen solltet, ist immer von dem Starter-Champ Genauigkeit. Euer Starter-Champ ist wahrscheinlich blau, wird auch die nächste Zeit so sein, dann macht ihr dieses auf Level 80, also 10, damit ihr die 80 Boni kriegt. Die braucht ihr auch für die Arbeit der Mission. Also das erste solltet ihr fokussen. Es reicht erstmal auf 7 oder 6. Und das macht ihr dann mit den Genauigkeiten, die relevant sind. Und bevor ihr die große Halle komplett auf 10 macht, macht ihr erst alle auf 6, alle auf 7, alle auf 8 und so weiter. Es gibt auch einen Guide dafür in meinem Kanal, wer sich nochmal genau anschauen will, da erkläre ich nochmal alles im Detail. Es wird demnächst auch noch ein neues Video geben, weil die große Halle bekommt ein Update mit einem zweiten Tab, womit man dann noch zusätzlich etwas erspielen kann. Etwas mehr Bonis. Das zeige ich euch beim getrennten Video. Wie das Ganze funktioniert, ihr seht, ihr habt hier oben drei Marken. Und zwar gibt es die silbernen Arena-Medaillen, die Bronze-Arena-Medaillen, die silbernen und die goldenen, die man dann, und dazu kommen wir jetzt, in der Arena erspielen kann. Die bekommt ihr dann jeweils in der Stufe, wo ihr seid, für die Belohnung. Diese Belohnung, damit sammelt ihr im Prinzip die große Halle an und auch im Prinzip accountweiten. Das ist wichtig. Das gilt ja nicht nur für irgendeinen Champ, sondern es geht für den gesamten Account. Alle Champs profitieren von diesen Boni. Weil ich gerade gesagt habe, euer Starter-Champ ist blau, das ist einfach so. Denn ihr habt mehrere Starter-Champs, die ihr zur Verfügung habt. Ihr habt zum Beispiel Ain als Starter-Champ, einen relativ okay Nuker, also kann ganz gut Damage fahren. Dann haben wir bei den Dunkelelfen, haben wir Kael Number One. Immer noch unverändert der beste Starter-Champ, den es gibt. Selbst die epische Variante, die ihr dann irgendwann mal erfahren könnt, ist dort sehr, sehr gut. Dieser Champ macht Gift. Und Gift ist einfach gegen Bosse, die viele Lebenspunkte haben, immer die erste Wahl. Ihr könnt damit sehr, sehr schnell Progress machen an manchen Bossen. Er macht gut Damage und er lässt sich equippen mit dem Starter-Equipment, was ihr zum Start bekommt. Heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Also Kael bitte Starter-Champ wählen. Wenn ihr jetzt erst eine Woche spielt, ich sollte nochmal neu anfangen. Würde ich euch empfehlen. Ihr werdet es merken. Später kriegt ihr dann neue Champs und dann wird er irgendwann einfach in der einer sogenannten Halle, in der Vault, in der schönen Ablage landen. Ich habe mal dann so eine Champion-Höhle, ja. Und dort dann irgendwann versauern. Dann spielt irgendwann Starter-Champs nicht mehr. Aber zumindest so lange, bis ihr ihn, den Starter-Champ braucht, auch für jeden Content, werdet ihr auf jeden Fall Kael Ergebnisse erzielen. Dann haben wir oben rechts die Taverne, was euch bis ins Late Game begleiten wird, denn hier macht ihr alles, was die Champs verbessern wird. Ihr habt hier links die Auswahl der Champions, die ihr so arbeiten könnt, oder noch bearbeiten könntet, ja, und auswählen, was ihr mit dem machen wollt, macht ihr rechts. Wir haben jetzt die Levelbearbeitung ausgewählt, das heißt, wenn wir jetzt einen Champion anklicken, wollen wir das Level von dem verbessern. Darunter können wir den Rang steigern. Es werden euch immer nur die angezeigt, die man steigern kann. Das wird hier oben ausgewählt. Wenn man das ausmacht, dann sieht man alle Champs, aber es macht ja keinen Sinn, welche anzuzeigen, die man eigentlich gar nicht verbessern kann. Das heißt, wir sagen nur, die man verbessern kann. Könnte hier zum Beispiel hingehen und könnte diesen Champion von Level 5, Stufe 5, das sieht man daran, dass er 5 Sterne hat, auf 6 machen. Das heißt, ich muss ihm 5 mal 5 Sterne Futter geben,
jeweils bei 3, bei Level 30, also von 3 auf 4, wären es dann 3, von 40 dann auf 5, wären es dann 4 und so weiter. Das kann man einmal mit den sogenannten Hähnchen machen, das ist das eine Food, oder man nimmt Champs. Man kann auch mit Champs das Ganze machen, dass man Champs reinnimmt, die 5 Sterne haben, wobei da solltet ihr im Progress aufpassen, dass ihr nicht Champs verfüttert, eventuell später noch gebrauchen könnt. Das heißt, bevor ihr nicht wisst, ob ihr einen Champion, den ihr später noch gebrauchen könnt, verfüttert, fragt bitte nach. Die Community ist riesengroß. Ich werde auf jeden Fall unter dem Video einen Discord-Link verlinken. Dort könnt ihr reinjoinen. Das ist ein sogenannter großer Community-Chat. Da ist ein Riesenserver mit über 40.000 Leuten. Da werdet ihr auf jeden Fall den richtigen Tipp bekommen, egal wo ihr euch befindet. Dann haben wir noch die Fähigkeitserweiterung. Dort können wir die Stats der Champions, also die Skills, sogenannte immer Booken bzw. Büchern. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir haben jetzt hier Madame Cerise, ein sehr geiler Champ, der hat jetzt hier 3 Skills. So, man sieht es, im ersten Skill sind es 4, 1, Level 2, 3, 4, 5, also 4 Bücher, dort sind es 4 und dort sind es nochmal 2 für die A3. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Buch reinmachen und das benutzen, sieht man gleich, ein Skill geht auf Level 2 und zwar der Skill 2 hat es hier, sieht man, hell wird es dann mal ein Skill weiter freigeschaltet. Und so könnt ihr den Champion verbessern. Ein gebookter Champ ist oft besser als ein ungebookter. Und das wird dann auch im jeweiligen Guide immer gesagt. Also wenn ihr euch einen Champ interessiert, wo noch keinen Guide gibt, auch da wieder fragt man Community nach. Manche haben den schon benutzt oder vielleicht lohnt es sich auch gar nicht, ihn zu booken. Es gibt natürlich auch viele Trash-Champs, sprich Champs, die einfach Müll sind. Es lohnt sich also nur, in die guten zu investieren. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten absolut wichtige Regel, Leute. Wenn ihr einen seltenen Champ habt, das erkennt ihr daran, dass die einen blauen Ring haben oder grün oder wie auch immer, und ihr könnt die jetzt hier booken, also sprich, ihr wollt die Skills verbessern, dann nehmt bitte nur die jeweiligen Bücher der Klasse. Also ihr seht, die blauen Bücher sind für die blauen Champs. Diese Bücher hier, das sind hier oben die in der Mitte, das sind epische Bücher, sind für epische Champs, und die legendären Bücher sind nur für legendäre Champs. Opfert niemals höhere Bücher fürs weiter unten angesiedelte Champs. Also keine epischen Bücher für Rares oder keine Leggy-Bücher für epische. Immer nur jeweils die Bücher, die für den jeweiligen Rang gefordert sind. Denn diese Höhenränge, gerade Leggy-Bücher, bekommt ihr sehr, sehr, sehr schwer in diesem Spiel. Es wäre schade, diese irgendeinen Champ zu verfüttern. Ich meine, zu benutzen. Und dann kann man noch den Rang steigern. Und Rang steigern heißt, ihr seht jetzt hier, der Champ hat zum Beispiel 4 oder 5, ist ein 5-Sterne-Champ aktuell. Er hat 5-mal gelb. Man kann diesen dann auf 5-mal wieder upgraden. Das machen wir jetzt mal, wir stufen mal eine hoch. Und dann sieht man, mit jeder weiteren Stufe steigen die LP zum Beispiel jetzt angestiegen, um 100 knapp und um 5 ist der Angriff gestiegen. Und das wird immer besser. Und umso höher der Champ ist, umso wichtiger ist das Aufsteigen. Ebenfalls schaltet ihr mit den höheren Leveln Slots frei, wo ihr Artefakte reinmachen könnt. Dazu komme ich aber gleich noch. Und gleich noch als Tipp, in meinem Kanal gibt es ein Video, oder eine Videoserie, die heißt Artefakte Guide 1 und 2. Und den Artefakt Guide, gerade den ersten, solltet ihr unbedingt anschauen. Dort gebe ich sehr, sehr detailliert auf die Artefakte ein, wie man sie levelt, was zu beachten ist, wann man sie wegmacht, wann nicht. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert. Das kann man sich nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht nach dem Video mal als kleiner Tipp. So, und diese Tränke, die dafür bekommen wir dann in den Dungeon, das zeige ich euch gleich. Man kann auch noch Tränke hochleveln, also sprich aus niedrigen höhere machen, um dann die Maximum zu brauchen, weil ihr braucht natürlich, umso besser der Champ ist oder umso weiter der ist. Wenn wir jetzt so einen Champ machen, seht ihr schon, dann brauchen wir natürlich die großen, die Tier-3-Variante sozusagen. Und sollte man halt gezielt einsetzen, also nicht sinnlos einfach. Ihr seht, ich habe jetzt viele Champs hier drin, die ich gar nicht gemacht habe. Solltet ihr genauso machen, ihr solltet keine Ressourcen verschwenden. Das ist das Wichtigste in Raid. Denn Raid versucht natürlich euch, das ist natürlich ein Free-to-Play-Spiel, es versucht natürlich auch Geld zu verdienen, irgendjemand muss ja das Spiel bezahlen, und versucht natürlich dann euch so, dazu bringen, Ressourcen fehlerhaft einzusetzen, damit ihr dann dasteht und sagt, Mist, wie komme ich jetzt weiter, jetzt muss ich wahrscheinlich Geld. Nein, müsst ihr nicht. Es reichen, manche investieren von uns 10 Euro, manche 20 Euro, kommen absolut locker ins Late-Game nach 1,5 Jahren, können da das Spiel genießen, und ihr braucht dort keine Tausende von Euro reingehen. Das ist einfach nur eine Beschleunigung des Progress, somit es schneller vorankommt. Ihr braucht es aber nicht. Ihr könnt auf jeden Fall das Late Game erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Und wer jetzt sagt, nein, es kann nicht sein, doch, es ist so. Glaubt mir, ich spiele das Spiel seit 4 Jahren, ich weiß, wovon ich rede. So. Gehen wir wieder raus. Das ist die Taverne. Dort macht ihr alles, was mit den Champs betrifft. Dann haben wir hier einen Wächterring. Der Wächterring dient dazu, euch alles, was um Champions so nebenher, ist wie so ein Trainingscenter, nennt man das, ja.
Man kann hier verschiedene Slots machen und die kann man sich freischalten durch Gems, um dort einen Champion über Nacht reinzupacken, den man leveln möchte. Also sprich, man packt jetzt hier einen Champ, den machen wir jetzt da rein. So, und dann hat er nach 18 Minuten zum Beispiel Level 1. Das solltet ihr nicht machen. Solltet, wenn, dann Champs reinmachen, die zum Beispiel Level 28 von 30 haben, damit ihr nicht nach 5 Minuten wieder ran müsst. Ihr habt gesehen, 18 Minuten, und dann müsst ihr das bestätigen und dann geht das nächste. Jetzt packen wir mal hier einen Level 6 Champ, also Level 6 Sterne, mit Level 57. Der kann bis Level 60, also immer Sterneanzahl mal 10, das Maximum Level. So, das heißt, 6 Sterne mal 10 wäre 60, also wir haben noch 3 Level. Mal den jetzt bestätigen, seht ihr hier nach 7,5 Stunden. Das kann man nehmen. Das heißt, man macht abends vielleicht die Champions hier rein und nächsten Morgen kann man kostenlos upgraden, ohne dass man irgendeine Ressource verschwendet hat. Das heißt, hier nur höhere Levels reinpacken. Lohnt es sich, alle freizuschalten? Maximal auf Level 1. Auf Level 3 ist Verschwendung. Ich habe es hier gemacht, Content Creator Blödheit. Damals lohnt sich auf keinen Fall. Das bitte lassen. Und dann wurde mit der Zeit das erweitert. Aktionswächter, das betrifft euch dann eher, wenn ihr weiterkommt. Irgendwann werdet ihr einen legendären Champ zweimal haben, dreimal haben, viermal haben. Es kann passieren, glaubt es mir, es kann passieren. Dann lohnt es sich natürlich dort, diese Champions irgendwie zu benutzen. Und da kommt das sogenannten Fraktionswächter ins Spiel. Man kann hier doppelte Champs benutzen, um die hier reinzusetzen. Also man setzt die da rein. Und dann bringen die einem jetzt in der ersten Stufe 10%, in der zweiten noch 10% Angriff, in der nächsten noch 30 Genauigkeit und 30 Widerstand und so weiter bis zur Geschwindigkeit für die legendären Bannerlord Champions. Das ist ein enormer Boost, der euch, das bringt genauso was für die, gibt es für Epische und auch für Rares. Also wer jetzt noch mit Rares spielt, es gibt natürlich welche, die man im Late Game spielt, da schaltet man sich natürlich auch dann die Rares noch zu. Das ist was ihr dann später betrachten solltet, wenn ihr doppelte Champs bekommt, verfüttert sie nicht, also wenn sie gut sind, wenn es Champions sind, die, also Rares braucht ihr nicht unbedingt da reinmachen, wenn ihr sie sowieso nicht spielt. Also wenn ihr eine Fraktion nicht spielt, braucht ihr die Rares nicht unbedingt reinmachen. Ich würde am Anfang eher das ein bisschen ignorieren. Wichtig ist bei epischen und legendären, passt bitte auf, bevor ihr doppelte verschwendet oder verbüchert. Checkt, ob ihr vielleicht hier... Naja, Gesundheit, Dankeschön. Bevor ihr hier etwas gezielt einsetzt, ist es nicht weg. Das heißt, wenn ihr hier was reinmacht, könnt ihr die Champions trotzdem benutzen, trotzdem leveln, trotzdem spielen. Wenn ihr sie verfüttert, sind sie weg. Okay, das so als Hinweis. Champions ermutigen ist dann die nächste Variante. Also gerade von oben nach unten. Wenn man jetzt den Fraktionswächter komplett ausgebaut hat, kann man mit Champions ermutigen, einen Champ verbessern. Das heißt, man nimmt dann hier zum Beispiel, jetzt hier mal meine Trunder, da könnte ich jetzt noch den nächsten Champ hier reinpacken und dann würde der auf plus 4 gehen. Das ist die höchste Stufe. Man verbessert die Stats enorm. Man sieht es jetzt hier, also in der Maximumstufe kriegt man wirklich ordentliche Boni. Das ist aber erst tragend, wenn Fraktionswächter voll ist. Erst dann wird Champions ermutigen wichtig. Merken, bitte. Nicht sinnlos hier irgendwelche Champions hochpowern. Macht keinen Sinn. Champions befreien ist dann so das absolute Waste in meinen Augen. Das solltet ihr gar nicht tun. Egal, wer das Video jetzt sieht, wer interessiert sich für den Aufbau des Accounts, macht's bitte nicht. Ihr könnt einen legendären Champ verfüttern. Machen wir mal so. Dann bekommt ihr 500 Marken. Ihr habt hier oben 500, man kommt immer 500 dazu. Mit diesen Marken kann man sich beim Markenhändler wiederum Champions kaufen. Ihr seht hier 3000, da müsstet ihr 6 legendäre Champs verfüttern. In die Fraktionswächter besser aufgehoben werden. Wenn irgendwann mal alles weg ist und euch fehlt zum Beispiel noch ein Grablord, weil der Champ gut ist, dann kann man sich den Champion holen, ansonsten ignorieren. So. Dann gehen wir weiter. Seht ihr, jetzt kommt der rote Punkt. Jetzt ist eine Stunde rum hier beim Markt. Da gehen wir drauf. Dann aktualisiert sich. Dann gucken wir mal, ob wir was haben. Wir haben nichts drin, was wir brauchen. Also keinen grünen Splitter. Gehen wir in der nächsten Stunde nochmal nach oder wann wir auch mal wieder reingehen. So, und dann gibt es jetzt hier noch zwei Sachen, die sind neu dazu gekommen. Fangen wir mit der Schmiede an. Das mit Wichtigste überhaupt im Progress. Ihr solltet hier Robust- und Wahrnehmungssets, solltet ihr euch so schnell wie möglich craften in der Schmiede. Einerseits bringen kleinere Varianten Silber, bei den großen ist es nicht anders. Wenn wir, ihr müsst jetzt mal gucken, wir fertigen jetzt mal ein großes Wahrnehmungsset, das kostet mich 10.000 Silber. Machen wir es mal. Upp, da kommt's und ich kann es für 35 verkaufen, weil das Item einfach Mist ist. Also ich habe jetzt hier 25.625 Silber plus gemacht. Um diese Items zu bekommen, müsst ihr einen bestimmten Content voranbringen, das sage ich euch gleich noch. Also Schmiede bitte nicht vergessen, diese beiden Sets sind im Progress enorm wichtig. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil Genauigkeit der bedeutend schwerer ist als
bekommen ist als Geschwindigkeit. Dazu komme ich aber gleich noch, das mache ich noch im Detail dann. Und es gibt natürlich noch mehr Sets dann, die später relevant werden, wenn ihr weiter vorankommt. Also die Schmiede dient dazu, um euch aus Ressourcen, die ihr in den Fraktionskriegen bekommt, euch Items zu erfahren. So, es gibt noch ein zweites Material, das ist hier dieser Magiestahl. Immer wenn ihr auf ein Material draufkriegt, dann seht ihr da, wo das herkommt. Ja, also sieht man, wo man das bekommt. Sieht man, Fraktionskriege kriegt man die Dinger. Alles Fraktionskriege, die Steine hier und die Teile kriegt man in der Klassik-Arena. Komme ich aber gleich zu. Und dann gibt es hier noch einen Altar der Seelen. Der wird euch am Anfang wahrscheinlich eher weniger interessieren oder beziehungsweise berühren. Mit dem habt ihr wenig Berührungspunkte. Das ist sehr, sehr für Late Game. Hier kommt die zweite Aufstiegsvariante. Ihr wisst ja, man kann von gelben Sternen zu lila Stern machen, um die Stats zu steigern. Und dann gibt es die nächste Variante, wo man dann rote Sterne macht. Die muss man sich hier sehr aufwendig, sehr schwer, die zu bekommen. Damit kann man dann doch sich bestimmte Segen freischalten, die wiederum ein paar Boni bringen. Ignoriert es bitte im Aufbau des Accounts. Wem die Seelen interessiert, schaut sich bitte den Seelenguide an, wo ich über die Segen spreche, um euch das zu erklären. Das würde jetzt hier einfach das Video sprengen, weil wir wollen ja keinen Segenguide machen, sondern das nur vorstellen. So, erstmal zu den einzelnen Bereichen. Jetzt seht ihr hier natürlich noch viel drumherum und so wunderbar. Und dann sieht man jetzt hier oben Wettbewerbe, Ereignisse und dann hier so was blinken. Das sind die Aufmöglichkeiten. Und hier unten haben wir dann den Laden einmal. Dann haben wir hier Aufgaben, das sind Missionen. Da ist auch ein sogenannter Arbiter drin als erste Mission. Wichtig, die Progress zu machen, Arbiter zu erreichen. Man sieht es jetzt hier, da ist die Arbiter. Die zu bekommen ist ein wichtiger Meilenstein. Und wenn man die geschafft hat, glaubt mir, freut euch. Der andere Weg dagegen wird dann schon schwer. Ramantu ist dann wirklich knackig. Da gibt es dann ein paar Probleme im Spiel, um die zu erreichen. Aber Arbiter ist machbar und wirklich machbar. Das schafft jeder. Wer es nicht schafft, beschäftigt sich mit dem Spiel oder setzt sich hier auseinander. Denn da kann man auf jeden Fall Hilfe bekommen. Und mit Fleiß schafft man Arbeiter. Ein guter legendärer Champ übrigens. Und natürlich kriegt man auf dem Weg dann natürlich auch ein paar Belohnungen. Das heißt, daran kann man sich halten. Und dann gibt es, die Button ist bei mir verschwunden. Es gibt ja noch ein paar andere Aufgaben. Wie zum Beispiel, farme dir so und so welche viele Artefakte aus dem Level. Farme das aus dem Level und mache das aus dem Level. Dort bekommt ihr die ersten seltenen Bücher für euren Starterheld Kael, um ihn so schnell wie möglich zu bucken und hochzuleveln. Das solltet ihr machen, so gut wie ihr es könnt. Damit schafft ihr natürlich dann eher den Progress, um weiterzukommen. Dann haben wir den Clan-Tab. Der ist wichtig, wenn ihr einen Clan joinen wollt. Wenn euch das Spiel dann gefällt, so nach einer Woche, zwei Wochen, joint so schnell wie möglich einem Clan. Das ist wichtig. Ein Clan bringt euch einfach in der Hinsicht weiter. Ihr habt dann eine Community zum Talken und ihr könnt dann an einen Content ran. Und das ist jetzt das wichtigste Ziel. Bevor ich weitergehe, kommen wir gleich zu. Index, eure Champion-Übersicht. Die roten Punkte heißt, dort ist ein neuer Champ, den ihr bekommen habt. Hier sieht man jetzt bei mir rot Taras. Habe ich neu bekommen. Ich draufklicke, nach ist der weg. Könnt euch jeden Champion in Ruhe angucken. Wir haben Champions und dort ist die Übersicht der Champions. Dazu komme ich auch gleich nochmal im Detail drüber, wenn wir über die Artefakte reden. Jetzt haben wir die ganze Übersicht und jetzt gibt es natürlich so viel zu tun. Wichtig, wenn man das Spiel spielt, laufen viele Gefahr und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Die nächste wichtige Regel, nennt es einfach mal Fabi-Regel, die bunten Regeln. Bunten Regeln, ich lege jetzt fest, das sind die bunten Regeln, Leute. Neues Wort, bunten Regeln. Also, die bunten Regeln sagen, wenn ihr Progress machen wollt, dann ist Effektivität in Raid wichtig. Was meine ich damit? Viele machen den Fehler. Die bekommen am Anfang natürlich Splitter, öffnen sie dann und bekommen Champs ohne Ende und machen alle auf 50. Die ganzen Ressourcen, die dann da reingewandert sind, sind ein riesen Fehlinvest. Es bringt nicht, 20 halbgelevelte Champs zu haben und kein Team. Das heißt, das Wichtigste ist, fokussiert euch auf ein Team. Und das macht ihr erst auf 60 und dann geht ihr an den nächsten Champ und dann geht ihr an den nächsten Champ und so weiter. Damit schafft ihr Progress. Ihr braucht als erstes ein Team, womit ihr den wichtigsten Kampagne, Drachen, Dungeon, Arena farmen könnt. Einfach um den Account erstmal so ein bisschen hoch zu pushen und dann geht ihr gezielt für jeden Content, macht ihr dann einen Champ nach dem anderen. Das ist wichtig. Wenn ihr alles gleichzeitig macht, hält euch das auf und ihr verliert sehr, sehr viel Zeit und vor allen Dingen sinnlos Ressourcen. Wenn ihr einem Clan gejoint seid, wird euch auch der Clan bzw. jeder andere empfehlen. Es ist wichtig, als erstes in der Kampagne
Progress zu machen. Man fängt bei der Kampagne bei normal an und spielt sich dann so hoch. Und da gibt es natürlich dann so ein paar Stationen, so wie die hier, die ätzend ist. Warum ist die ätzend? Ganz einfach, ihr seht euch, die Gegner sind ja alle rot, die haben schon einen roten Kopf. Was heißt das? Wenn wir einer Schlacht joinen, seht ihr immer hier oben so ein schönes Dreieck, das sogenannte Einstimmungsdreieck. Da seht ihr, gegen welche Einstimmung ihr stark seid und gegen welche schwach. Wenn wir jetzt unseren Starterhelden Kael nehmen, den ich euch ja empfohlen habe, den zu nehmen, dann werdet ihr merken, dass dieser blau ist. So, und blau, wenn man hier oben hin, blau, der Pfeil geht in die Uhrzeigersinn. Also wir werden stark gegen grün, aber sind schwach gegen rot. Rot ist also stark gegen uns. Das heißt, die Gegner, wenn es blöd läuft, macht ihr einen Treffer und dann landet ihr einen schwachen Hit. Chance besteht bei 30% gegen Schwäche-Affinities oder Schwäche-Einstimmung. Das heißt, da Kael gegenüber den roten Schwäche-Einstimmungen hat, hat er eine 30%ige Chance, schwachen Hit zu landen. Das ist fast null Damage. Der Gegner dagegen hat eine höhere Crit-Chance und kann euch natürlich dann relativ stark zusetzen. Da ihr selber am Aufbau seid, habt ihr noch keinen 6 Sterne. Mit 6 Sterne scheppert ihr die Gegner einfach weg. Das wird euch im Progress aber nicht passieren. Das heißt, wenn ihr da hinkommt und ihr habt die Probleme, dann macht's wirklich smooth, probiert's ein paar Mal. Es ist auch ein bisschen abhängig. Manchmal kommt man durch, wenn nicht, levelt euch einen zweiten Champ hoch, der die Erfindung ist. Ein Grün, wenn ihr ihn bekommen habt, macht's da. Wichtig ist, dort nicht aufgeben. Das sind immer die Hürden, sind immer die roten Gegner. Die kommt dann die zweite Problematik, ist dann bei Waldemar Graben. Dort ist Bad L als Gegner. Und irgendwann landet ihr dann mal bei blauen Champs. Dann ist hier nochmal Rasin in der Wave, ist auch nochmal knackig. Es gibt schon so ein paar Stellen, wo man es richtig bekommt, man aber durch. Das heißt, Kampagne so schnell wie möglich auf Brutal kommen, um hier bei 12.3 oder 12.6. Also 12 heißt, ist die 12. Station hier. Ja, seht ihr die Nummer 12. Und dann der dritte Weg oder der 6. dort hinzukommen, damit ihr dort mit eurem Starterhelden die Kampagne farmen könnt. Denn ihr wollt mit eurem Starterheld eure Champions Level, das könnt ihr hier sehr gut. Ihr bekommt hier immer, wenn ihr mit einem Held lauft, irgendwann bekommt ihr für 3 Champs dann die Stats. Ihr seht jetzt hier, wir können jetzt natürlich durch. Modalisch weiß, mein Kai ist natürlich equipped schon. Das werde ich am Anfang nicht schaffen, dass er gleich alles one-shottet. Muss er auch nicht. Er wird am Anfang ein bisschen länger brauchen. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass er es safe schafft. Ihr seht aber, er bekommt immer, wenn er einen Gegner trifft, Lebenspunkte wieder. Und das ist das Set, was ihr als erstes bekommt. Ist das sogenannte Lebensraub-Set. Damit, wenn ihr einen kritischen Treffer landet, bekommt ihr davon Prozentsatz an. Ja, das ist für Starterhelden ganz. Seht jetzt aber, jeder Held hat hier 8800 Erfahrungspunkte bekommen. Und das heißt, mit einem Champ haben wir 3 gelevelt. Gute Quote. Wenn ihr hier 3 Champs reinmacht und nur einen levelt, echte Quote. Das heißt, wieder mal, was ich schon gesagt habe, bunte Regel, Ressourceneffektivität ist wichtig. Das heißt, wir wollen eine Ressource investieren und wollen das Maximum dieser Ressource aus Raid ausholen. Wenn man das beherzigt, kommt man in Raid gut voran. Also, das heißt, wir wollen so schnell wie möglich Kampagne 12.3 auf Brutal erreichen. Das Schöne, dass ihr ist, bis dorthin kriegt ihr sehr, sehr viel Belohnung. Ihr seht hier unten, da ist am Ende ein goldener Splitter. Ihr kriegt, habt dort 100 Gebäude bekommen, damit könnt ihr Champions upgraden. Ihr bekommt Gems, 100 Juwelen und so weiter. Ihr werdet am Anfang relativ gut mit Ressourcen vollgeschmissen. Und dort ist wichtig, investiert sie in das Richtige, nicht in das Falsche. Das heißt, nicht in 500 Champs investieren. So. Oh, abbrechen. So, das ist das erste Ziel, was ihr euch auf eurem Account erspielt. Dann ist das oberste Ziel langfristig gesehen. Wenn wir jetzt hier reingehen, ihr seht ja, wir gehen hier unten auf Start, kommen wir an die ganzen Modi, wo wir spielen können. Dann gibt es hier die Kampagne, Dungeon, Fraktionskrieger, Arena, Clanbosse, der Doom Tower, der Turm des Verderbens. Das wichtigste Ziel ist, da wo der rote Punkt ist, der Clanboss, und zwar diesen Boss wollt ihr jeden Tag machen. So schnell wie möglich. Das ist das Allerwichtigste in dem Spiel, als oberstes Ziel Clanboss Albtraum zu erreichen. Das spricht die Stufe 5. Das nennt man auch CB5. Clanboss Stufe 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. CB6 wäre dann Ultra-Albtraum. Wir machen jetzt mal bei Ultra-Albtraum die große Kiste auf. Das kriegen wir jeden Tag. Seht ihr, wir haben jetzt einen Void-Splitter bekommen. Und wir haben ein Item bekommen, was wir jetzt nicht brauchen. Das verkaufen wir. Machen ein zweites Mal auf. Und wir bekommen noch einen blauen Splitter. Und dann, das ein Item brauchen wir auch nicht. Machen wir jetzt noch die Albtraum-Kiste auf. Natürlich ist es ein Weg bis dahin. Das werdet ihr nicht mit einmal schaffen. Ihr seht, wir bekommen hier Gebräue, wir bekommen Gems, wir bekommen Splitter und Artefakte, die wir dann jetzt im Late Game natürlich nicht mehr brauchen. Aber ihr merkt, die Splitter wiederum bringen euch in Events Punkte, mit denen ihr dann Bücher abspielen könnt.
Dinger bringen euch aber auch Champions eventuell, die euch voranbringen. Und also es ist wichtig, den Clan-Boss so schnell wie möglich voranzubringen. Darin hilft euch immer ein Clan. Also ihr müsst so schnell wie möglich einen Clan joinen. Und wenn ihr, jetzt kommt ein Tipp, der ist vielleicht ein bisschen gemein, aber wenn ihr in einem Clan joint, ihr merkt, dass ihr vorankommt, aber der Clan bleibt stehen, wird halt keinen Progress machen wollen. Joint den nächsten Clan. Ihr dürft euch dort nicht aufhalten lassen. Das kostet euch am Ende nur Spaß am Spiel, wenn ihr immer weiter dann stecken bleibt und meistens hört auf. Das ist ja nicht Sinn und Zweck davon, weil man spielt ja nicht, damit man irgendwann wieder einfach nur aufhört, sondern man will ja weiterkommen. Deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, versucht dort ein bisschen, je nach Clan, euch so einen Clan zu suchen, wo ihr gleich im unteren Level seid, damit ihr den Progress mitmachen könnt, in dem Clan wachsen könnt. Wenn der Clan nicht mitwächst, dann geht er zum nächsten Clan und wächst dort weiter. Und irgendwann werdet ihr einen Clan finden, der genau zu euch das Level spielt. Also oberste Ziel, bunte Regel, Clan-Boss erreichen. CB5 sollte das Ziel sein. Es gibt inzwischen viele Teams, sogenanntes Speed-Tuning. Man kann dann erst Champions aufeinander abstimmen, dass die Clan-Bosse sehr, sehr einfach laufen. Dafür bedarf es aber mindestens den CB5, also Albtraum. Darunter braucht man keinen Speed. Wart euch das. Am Anfang geht es erstmal darum, einfach, wer möchte schon machen, irgendwie da seinen täglichen. Es hilft auch, den täglichen zu machen. Also selbst der einfache und normale, mal mit normalen guckt, die Beuteinfo, auch hier sind Voidsplitter drin. Hier sind Bücher drin. Hier sind Gems drin. Rechnet das mal aufs Jahr, was ihr verschwendet, wenn ihr das. So, gehen wir wieder zurück. Dann gibt es noch die sogenannten Dungeon. Bei den Dungeons ist eine riesen Map, wo es hunderte verschiedene Sachen gibt. Übertrieben, aber es gibt verschiedene Sachen und die sind ein bisschen unterteilt. Ich gehe jetzt mal ganz links. Ist sogenannte Twin Boss. Das ist etwas, dort erfarmt ihr Marken, um wiederum Seelensystem, wo ihr das zweite Aufsteigen macht. Das ist late. Packen wir ganz weit weg, spielt am Anfang keine Rolle. Also scrollen wir mal raus. Dann kommen wir zum wichtigen Punkt, das sind diese fünf hier. Und ihr seht schon, die haben alle Farben, ne? Also man sieht jetzt hier die grünen, blauen, roten und die grünen. Oh, das sind Einstimmungen. Hier bekommt ihr die Tränke, hier reingehen. Hier bekommen wir diese Tränke, die wir dann in der Taverne brauchen, um Champions aufsteigen zu lassen. Gehen wir mal auf den Grün, wenn wir es gerade mal vergleichen können mit dem Grün. Da sehen wir unten diese Tränke, können wir dort erfahren. Was jetzt aber noch anders ist und eine kleine Besonderheit, es gibt noch weiße Tränke, die ihr für jeden zusätzlich braucht. Und das sind die, die ihr im Arkanen Burgfried bekommt. Das sind die weißen. Je nach Level braucht ihr dann die mittleren, die großen oder die kleinen. Dort zu spielen lohnt sich am Anfang nur für den Starter-Champ. Der Rest kommt später von alleine. Ja. Dann haben wir den nächsten Teil. Dann ist das wichtigste Labyrinth des Minotaurus. Ist das. Dort spielt ihr euch später. Extra später, sage ich extra. Ist jetzt nicht im Aufbau des, also früh Early Game wichtig. Ihr holt euch hier Schriftrollen, mit dem ihr dann bei einem Champ gewisse Fähigkeiten passt. Also im Hintergrund praktisch Stärke, Skills und Skillbaum freischalten könnt. Und bei eurem Starterheld kauft ihr sie euch einfach für die ersten 800 Gems, die ihr nach der Mine bekommen habt. Die nächsten 800 Gems kauft ihr euch die Dinger und spielt sie nicht hoch. Das ist ein viel größerer Boost, als dann hier hochzuspinnen. Hier so lohnt sich erst ab Level 14 zu farmen oder Level 15. Darunter bitte nicht, das ist Energy Waste, verschwendet nur Ressourcen. Das heißt, bevor ihr nicht Level 14 oder Level 15 farmen könnt, habt ihr keine Masteries. Ende. Um dahin zu kommen, braucht ihr schon mal Teams. Es können Level 60 Champs, ein ganzes Team, was sauber läuft. Und bis ihr soweit seid, würde ich euch empfehlen, die ersten Gems von Starterhelden, die ersten Schriftrollen, meine ich, Edelsteine, also Gems zu kaufen, sind die. So, und dann kommen wir zu vier Punkten. Das ist der Eisgolem, die Spinnenhöhle, das Drachennest und der Feuerritterschloss. Das sind die vier Dungeons, die Artefakt-Dungeon. Dort ist euer Main, eure Main-Quelle, wo ihr Artefakte herbekommt. Im Aufbau eines Accounts neben der Schmiede. Das heißt, die Schmiede ist immer Prio 1. Wenn die Schmiede nichts mehr zu tun gibt, könnt ihr in den Dungeon gehen und farmen. Der Eisgolem, gibt es auch in zwei Schwierigkeitsstufen. Das sieht erstmal normal. Der Eisgolem, der Drachen und der Feuerritter. Rein nach dem Schwierigkeitsgrad ist der Drache das Einfachste. Das ist auch das, was ihr als erstes fokussieren solltet, denn hier gibt es Sets, die für den Aufbau eines Accounts gut sind. Genauigkeit, Geschwindigkeit, Lebensraub-Set, Betäubenset unterschiedlich. Das sind alles Sets, die man wirklich lange spielen kann. Die helfen euch voranzukommen. Dagegen ist beim Eisgolem eher wenig, was euch wirklich helfen könnte. Das sind Sets, die so naja sind.
Bis auf das Reflex-Set ist hier wirklich alles hier drin, so eher, also Ogres im Drachenwicht. Dann haben wir noch den Feuerritter. Das ist so für die ganzen Late-Game-Sets. Hier sind wirklich viele gute bei. Wir haben Immunity-Set. Das heißt, ihr habt dann eine Chance, dass ihr nicht geblockt werden könnt mit, oder gedebufft werden könnt. Wir haben Schild-Set, Schild fürs ganze Team. Wir haben Crit-Schaden, das steigert den Crit-Schaden. Wir haben das Wahnsinn-Set, das super für viele Champs ist, die als Gruppensupporter dienen, weil die kriegen dann immer Rundenmeter und bla bla bla. Also hier sind alle Sets, die ihr seht, also gut sind. Immunity, Schild, Crit-Schaden, Wahnsinn, Regeneration, Lähmung und Wild-Set. Alle. Das heißt, das wird euer Ziel im Late-Game sein. Dann haben wir die Spinnhöhle. Das ist der einzige Dungeon, wo ihr die Schmuckstücke herkommt. Das ist der Ring, das Amulett und den Banner. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Wenn ihr Champions aufsteigen lasst, von 4 auf 6 Sterne, dann ist ab dem 5. Stern, ab dem 4. Stern der Ring frei, ab dem 5. Stern das Amulett frei und ab der Banner-Slot frei. Und das lohnt sich. Dort ist es so, die Schmuckstücke geben euch nochmal einen ordentlichen Boost auf einen Champ. Und könnt entscheiden, ob er gut oder schlecht funktioniert. Dafür solltet ihr hier Progress in der Spinne machen. Als erstes Ziel, würde ich mal behaupten, ist dann so Level 16 und irgendwann dann mal Level 20. Auch Level 13 und 12 kann gefarmt werden. Level 13 hat den Vorteil, dass ihr dort schon 6 Sterne bekommen könnt. Also ihr habt eine Chance auf guten Loot. Aber auch gute 5-Sterne-Items sind nicht schlecht, muss man dazu sagen. Am Anfang gilt es einfach Raw Damage und später werden dann andere Teams relevant. Dafür gibt es dann aber Guides bei mir im Kanal, wie ihr diesen Dungeon macht. Wichtig ist immer am Anfang einfach Damage rauf und bashen, bashen, bashen. Wichtig ist, ihr solltet nicht Level 3 oder 4 farmen, nur um Schmuckstücke zu bekommen. Die Items, die ihr dort bekommt, die könnt ihr gerade verkaufen. Das macht keinen Sinn. Also ignoriert bitte diesen Dungeon, solange ihr nicht irgendwann mal bei Level 12 oder 13 landet. Okay? Und das Schöne ist, die Spinnhöhle gibt von allen Dungeons den meisten Effort an Silber. Also ihr bekommt dort wahnsinnig viel Silber raus. Könnt damit durch die auf der Artefakte extrem viel Silber machen. Dann haben wir noch hier beiden rechts die Dinger. Das ist der Sandteufel Necropolis. Und hier unten ist noch ein Dungeon, der ist noch verdeckt. Der kommt noch. Und zwar in diesem Dungeon Necropolis bekommt man Öltränke. So ähnlich wie die Potions für die Einstimmung. Wo man dann seine Artefakte mit aufsteigen lassen kann. Alles Late Game. Deswegen lasse ich es jetzt kurz nur angerissen. Late Game. Gehen wir nochmal kurz über die Champion-Übersicht drüber, wo wir die Artefakte equippen können. Und dann gehen wir mal auf einen Champ, der jetzt nicht aufgestiegen ist. Dann seht ihr hier unten, die Dinger sind gesperrt. Der Ring ist frei, weil wir Level 60 und 5, 4 Sterne sind, wie auch immer. Ab Level 5 Sterne wird das Amulett freigeschaltet. Wie ihr seht, ist gesperrt. Und ab Level 6 Sterne dann das Banner. Wenn man da drauf geht, dann sieht das so aus. Und wir gehen mal auf so einen Banner, dann sieht man, in so einem Banner können halt 15 Geschwindigkeit, 96 Widerstand sein, 7% Defense vom Base-Wert und. Das ist viel. Das heißt, 6 Sterne lohnen sich auf jeden Fall bei den Champs, die spielen werdet. Gute Champs. Ich weiß, welche gut sind. Fragt in der Community. Dann haben wir die Fähigkeiten. Die könnt ihr euch hier nochmal angucken. Ja, und wenn ihr wollt, okay, ihr seht gerade, oh, hier muss ich bucken. Dann könnt ihr unten direkt von diesem Champ, den ihr benutzt, in die Taverne gehen. Und der Champ wird auch hier gleich angewählt. Ihr könntet dann hier direkt raus den Champion dann bearbeiten, aufsteigen lassen, bucken und könnt dann wieder zurück in die Champion-Übersicht. Und ihr habt den Champion gleich wieder ausgewählt. Das so als kleiner Zeitnot. Es gibt dann noch die Möglichkeit, den Champion, ja, im Prinzip ein paar Infos zu verpassen. Ihr seht jetzt, der Champion hat bei mir eine 2. Kann ich auch eine 3 geben. Das sind einfach so Marker, mit denen ihr dem Champions im Prinzip so ein Tag verpasst, falls ihr mehrere davon habt. Ihr seht jetzt, hier sind 4 Stück von dieser Eisherz. Und damit kann ich dann unterscheiden, welches Set auf dem. Ich habe jetzt hier ein Schild reingemacht, weil ich hier das Schildset drauf habe, damit ich ihn ein bisschen unterscheiden kann. Des Weiteren gibt es dann hier oben, seht ihr einen roten Punkt, Fertigkeiten. Genau dafür brauchen wir die Schriftrollen. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier oben, wenn man mal auf alle drauf geht, sind eine ganze Menge, die hier draufgegangen sind. Man braucht jetzt hier für jede Reihe, braucht man gewisse Schriftrollen, um dann hier die beste Fähigkeit hier unten freizuschalten. Das sind enorme Boosts eines Champs. Also die sogenannten Fertigkeiten bzw. Masteries lohnen sich auf jeden Fall. Welche man verwendet, dafür gibt es dann immer Guides oder auch da wieder selber probieren, lesen, Community fragen. Hilft. Für diesen Mastery-Tab, wie was funktioniert hier, gibt es auch ein sehr schönes Detailvideo. Bei meinem Design nennt sich mal Detailguides in meinem Kanal für die Fertigkeiten bzw. Masteries. Dort erkläre ich alles mit Bildern, Videos, Links, Verknüpfung, bla bla bla. Man alles sieht, wie das funktioniert. Nochmal die Info für euren Starterhelden, in dem Fall Kael, würdet ihr die ersten kaufen. Das macht ihr folgendermaßen, ihr geht dann einfach in Fertigkeiten rein, drückt hier oben auf das Plus und dann könnt ihr für 800 Gems einfach
Schriftrollen instant für den Champ kaufen. Das solltet ihr aber nur beim Starter-Champ machen, der euch dann enormen Progress verpasst. Damit dann irgendwann dieses Level-10-Team für den Minotauren zusammenbekommt. So, gehen wir auf den nächsten Content. Dann haben wir hier die Fraktionskriege, wie gesagt, und da kommen wir zu dem Punkt, den ich unbedingt pushen wollen würde. Die Fraktionskriege funktionieren so, ihr könnt jeweilige Stage, sind alle Fraktionen jeweils einmal vertreten. Ja, ihr seht, zwei sind noch verborgen. Wir haben 4x4, also 16 haben wir. Aktuell haben wir 14. Fraktionen sind verfügbar, zwei kommen noch. Irgendwann, wenn man Raid halt Lust hat, wird ständig erweitert. Und hier ist es wichtig, dass ihr euch hier durchspielt mit 3 Sterne, um am Ende auch hier wieder Kampagne unten dann Belohnung zu bekommen. Diese Belohnung, man hier, das sind dann über die Stufen verteilt, da ist schon ordentlich Leggy-Bücher drin und Splitter drin und wieder Leggy-Bücher und wieder Splitter und wieder Splitter, wieder Leggy. Und am Ende bekommt ihr dann Lydia, einen Mega-Leggy, den man sich auf jeden Fall lohnt zu erspielen. Also das ist ein langfristiges Ziel, was auf jeden Fall jeder ansteuern sollte. Die Fraktionskriege funktionieren so, dass in jeder Stage nur zum Beispiel bei den Hochelfen jetzt nur Hochelfen gespielt werden können. Das heißt, ich habe jetzt Hochelfen, die ich da reinjage, mit denen ich versuche, dem Gegner hier auseinanderzusetzen. Genauso wie der Gegner versucht, unsere Hochelfen kaputt zu machen, aber mit Champions random sind. Also der Gegner benutzt jetzt nicht unbedingt Hochelfen. Das heißt, ihr bekommt jeden Gegner zur Stelle, dürft aber bloß die jeweilige Fraktion verwenden. Das heißt, ihr müsst dann viele Champs hochleveln, um in dieser Fraktion erfolgreich zu sein. Deshalb ist es wichtig, nicht sinnlos zu leveln, sondern gezielt zu machen. Lieber macht ihr erstmal eine Fraktion gut und farmt dort eure Materialien. Ich zeige euch gleich noch, wenn es der One durch ist, wie die Materialien dann aussehen. Und damit könnt ihr dann in der Schmiede euch dann jeweils die Artefakte schmieden. Das Schöne an der Schmiede ist, ihr geht gezielt auf ein Set. Wenn ihr einen Dungeon lauft, habt ihr immer die Chance, dass ihr Sets bekommt, die ihr gar nicht haben wollt. Oder Items, die nicht bekommen wollt. Die Chance, dass ihr das richtige Item bekommt, ist in der Schmiede auf jeden Fall höher. Und im Prinzip, wenn ihr anfangt zu schmieden, ist es nur ein Effort. Also ihr bekommt für die eingesetzten Materialien immer Silber zurück oder ein gutes eins von beiden. Das heißt, die Schmiede auf jeden Fall im Progress sehr, sehr wichtig. Ihr seht schon, der Boss, das zieht sich ein bisschen. Das ist völlig normal. Kämpfe dauern je nach Stand oder Accountstand ein bisschen länger. Oder wie für RNG auch hier ein bisschen. Das spielt immer auch, jeder spielt eine RNG. Auch das spielt eine RNG. Sogenannten Zufall. Man kann auch mal was fehlen. So, dann sieht man jetzt, hier kriegt man 99 von den Blutsteinen, kommen 16 von den großen. Ihr seht schon an der Farbe, das ist Stufe 2 und das Orange ist Stufe 2. So, und mit diesen Materialien würde man dann in der Schmiede, gehen wir auf Wahrnehmung, sieht man hier, da sind sie, die beiden, jeweils die Artefakte dann. So funktioniert die Fraktionskriege. Dafür ist natürlich ein Haufen Arbeit. Deswegen sage ich ja, Raid ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das dauert lange. Das muss euch auch bewusst sein. Und das ist auch nicht schlimm. Blinkt. Das heißt, nehmt euch dann Ruhezeit und macht eine Fraktion nach der anderen. Und wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dann fokus ihr die nächste. Gezielt. Nicht wahllos. Und für die jeweiligen Fraktionen wieder was braucht, gibt es auf jeden Fall demnächst eine neue Serie. Kann ich euch schon ankündigen, wo wir dann gezielt auf die Fraktion eingehen, welche Champs sinnvoll sind, wie man übt und so weiter. Kommen wir zum nächsten Content, das ist die Arena. Ein sehr umstrittener Bereich haben wir hier. Und zwar haben wir die Klassik-Arena, das ist die klassische Arena, wo ihr einfach am Anfang versucht, so schnell wie möglich Progress zu machen. Man sieht in den Stufen hier, dort fangt ihr an in Bronze 1. Dafür bekommt ihr die bronzenen Arena-Marken. In Silber bekommt ihr die silbernen Arena-Marken und in Gold von 1 bis 5, beziehungsweise von 1 bis Platin bekommt ihr dann die Goldmedaillen. Und irgendwann, jede Woche bekommt ihr, nachdem in welcher Stufe ihr steht, bekommt ihr noch eine Bonustruhe, wo dann halt noch ein paar Items, beziehungsweise Splitter, Gems und so weiter drin sein können. Bei der Arena gilt es am Anfang, versucht euch ein halbwegs sinnvolles Team zusammenzubauen. Ihr werdet am Anfang, wenn man jetzt mal dahin geht, dass ihr sagt, ihr nehmt die Starterhelden, es gibt eine Belohnung, und zwar, wenn ihr anfangt, bekommt ihr relativ schnell als tägliche Belohnung, jetzt will ich gerade mal suchen, so, jetzt ist los, wo hat Fabi, wir bekommen hohe Cartoon.
Barbie, Barbaren war es. Ah, da Quatsch. Ich, da sieht man mal. So viele Champions. Hohe Cartoon, sorry. Die Hohe Cartoon, die bekommt ihr dann als normale Login-Belohnung, wenn ihr eine bestimmte Zeit einfach spielt. Das lohnt sich, denn sie hat erstmal eine Speed-Aura. Das heißt, sie wird als Lead mitlaufen. Sie ist euer erster Champ, ganz vorne dran im Team. Damit bekommen alle 19% mehr Speed von ihrem Grundwert. Das heißt, bei ihr wären es 104, davon 19% mehr. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr seid und er kommt jetzt an. Und sie kann das Rundmeter aller Verbündeten noch steigern und den allen noch einen Geschwindigkeitssteiger geben, dass eure Champs auch noch schneller drankommen. Das heißt, euer erstes Team in der Arena wäre zum Beispiel was mit ihr. Könnte man machen, muss man aber nicht. Das heißt, ihr wollt dann hier so eine Speed-Aura haben, das steht dann auch dann da oben da. Ihr seht ja, ihr steigert die Geschwindigkeit von Verbündeten in Arena-Schlachten oder in allen Schlachten sollte dastehen. Wenn man eine Angriffsaura nimmt, dann steht steigert Angriff, aber dieser zählt nur in den Dungeon. Da müsst ihr aufpassen, dass die Aura wirklich da zählt. Und dann würdet ihr mit diesem Champion, ich muss gerade mal gucken, ich glaube, ich habe keine mehr. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ich habe keine mehr. Weil irgendwann braucht ihr sie nicht mehr. Nicht schlimm. Machen wir jetzt einfach irgendeinen anderen mit Speed-Aura vorne rein. Nehmen wir Gorgoweb. Hat auch eine Variante. Dann würdet ihr einen Debuffer nehmen, der den Gegner schwächt. Dann würdet ihr einen Damage-Healer nehmen und vielleicht noch einen, der euch schützt oder zwei Damage-Healer nehmen. Und bei Damage-Healer natürlich klar wäre an erster Stelle Anfang euer Kael. Dann könnt ihr euch Schlacht mal drei machen. Die Dame hat Debuff. Die Debuff funktionieren, gibt es auch ein Video bei mir. Könnt ihr euch gerne anschauen. Die senkt die Defense des Gegners vorher und dann kann der Damage-Healer mehr Schaden machen. Das würde super funktionieren. Heißt, sowas wäre zum Beispiel so ein Team. Gorgoweb müsste man sich jetzt durch Splitter bekommen. Weil wie gesagt, aber hier kommt dann Hohe Cartoon an die Stelle rein. Das ist einfach bloß falsch, weil ich den jetzt gerade nicht mehr habe, den Champ. Aber die Schlachtmaid zum Beispiel, die könnt ihr euch auch in der Kampagne erfarmen, was sich auf jeden Fall lohnt. In der Kampagne auf der Map gibt es in der Station Kreuzung von Goffrey, oh halt Quatsch, von Ödland, sorry. Im Ödland seht ihr hier links verschiedene Drops und da ist Schlachtmaid. Und sie ist der, sieht ziemlich naked aus, oder? Sie hat auf jeden Fall den besten, mit dem besten Rare Defense Increase, den es gibt, weil 3 Runden CD den großen 100% perfekt als AOE. Das heißt, AOE heißt Flächenangriff, alle bekommen ihn. Und dort solltet ihr dann auf jeden Fall, vorankommen. So, das war jetzt ein Haufen Rede. Ich rede jetzt schon 47 Minuten. Das Video ist extrem lang. Wer jetzt durchgehalten hat, bis hierhin, ach, Lob an euch. Das Video soll immer ein grober Anschnitt sein. Wer jetzt aus diesem Video wiederum weitere Fragen hat, kann gezielt in bestimmten Themen an meinem Kanal mal suchen, weil ein Video dazu finden und wenn nicht, joint den Discord der Community, schaut euch das an und dann kann man euch auch noch andere Videolinks geben, beziehungsweise einige Tipps um. Glaubt's mir, dieses Spiel ist langfristig spielbar und auch spielbar. Man darf sich nur nicht verleiten lassen oder frusten lassen, wenn andere immer mehr haben, die dann aber zum Beispiel, keine Ahnung, dann 100 Euro ausgegeben haben. Es ist natürlich klar, dass die dann schneller vorankommen, aber dafür haben sie auch 100 Euro ausgegeben. Ihr macht's nicht. Könnt also die Spieler Spaß haben. Okay, in diesem Sinne, sollte es das mal so grob gewesen sein, ich hoffe, dass ich jetzt erstmal so nichts vergessen habe, zumindest für den Start. Wer noch Fragen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wer möchte, dass ich noch mehr über bestimmte Sachen eingehe für Anfänger, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall aufbauend auf dieses Video noch mehr machen, um auch mal wieder ein bisschen Anfänger und Progress-Spieler oder Midgamer abzuholen. In diesem Sinne, auf die Aufzeichnung.